Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute God of War Teil 2. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt den zweiten Teil anfange zu spielen und nicht erst den ersten, das liegt daran, dass ich gerade keine Lust auf den ersten Teil habe. Ich möchte gerne jetzt den zweiten Teil mit euch gemeinsam spielen. Der dritte wird auf jeden Fall auch noch kommen und dann wahrscheinlich auch noch der erste. Aber jetzt gerade ist so die Stimmung beim zweiten Teil, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Auch eins meiner Lieblingsspiele der alten Tage. Und ich habe gedacht, komm, wir zocken das jetzt einfach mal. Vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall genießen wir den alten Kratos, der mir nämlich viel, viel, viel besser gefällt als der neue Kratos, der keine Flottendreier mehr schiebt, der jetzt irgendwie einen Sohn hat und ständig auf Papa machen muss. Also der alte Kratos ist schon sehr viel brutaler und für mich jetzt amüsanter als der neue. Von daher, ich werde auch die neuen nicht spielen, falls ihr da jetzt drauf wartet. Außer irgendeiner spendet mir das Spiel, aber lass mal stecken. Ich mag die alten Teile viel, viel, viel lieber. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ins neue Spiel und spielen auf Spartaner. Denn ich will mir hier keine Knöchelbrüche zuziehen, wenn ich hier auf Gott oder auf Titan spiele. Von daher, wir starten auf Normal und genießen ein bisschen die Geschichte des Kratos. Dran geblieben, bis gleich. Kratos besiegte Ares. Und so wurde der einst sterbliche Krieger der neue Kriegsgott. Doch viele der anderen Götter auf dem Olymp mieden Kratos. Für sie war es Blasphemie, dass ein Sterblicher zum Gott aufgestiegen war. Kratos aber lag nichts an der Gunst der Götter. Seine neue Familie waren die Krieger Spartas. Und die blutigen Schlachten lenkten ihn von der Vergangenheit ab. Kratos, mein Herr! Eine weitere Stadt wird fallen! Bald werden alle vom Ruhm Spartas hören! Genug, Kratos. Mit jeder zerstörten Stadt wird der Zorn des Olymps wachsen. Bald wird es mir nicht mehr möglich sein, dich zu schützen. Ich brauche dich nicht. Vergiss nicht, dass ich aus dir einen Gott gemacht habe, Geist von Sparta. Wende dich nicht von mir ab. Ich brauche dich nicht. So lässt du mir keine Wahl. Kratos verwandelte den Schmerz seiner Erinnerungen in Hass. Hass auf die Götter, die ihn nicht von den Albträumen seiner vergangenen Taten erlösen wollten. Und so zog Kratos nach Rhodos, um der belagerten Stadt den Todesstoß zu versetzen. Athene! Du wendest dich gegen mich? Du wendest dich gegen mich, Athene! So sieht's nämlich aus. So, wir hauen jetzt hier mega krank erstmal so ein bisschen auf die Fresse. Oh Gott, wie ich es liebe. Oh God of War, wie ich es liebe. Abwehren können wir auch. Na, wir probieren das mal, aber irgendwie machen die gerade nichts. Immer wenn ich stehen bleibe, tun die nichts. Das ist ein bisschen weird, ne? Aber egal. So, wir klatschen die alle weg. Alter, ich sehe gerade, das Spiel ist voll laut. Wir machen das mal ein bisschen leiser. Dann gucken wir mal, ist das jetzt besser? Ist das jetzt ein bisschen angenehmer? Ist immer noch so laut, ne? Warte mal, dann machen wir das mal hier. Geht das hier überhaupt? R1, Steuerung, gibt es hier keine Option, die ich hier anwählen kann? Warte mal, das kann es doch nicht sein. Optionen, so. Ah, so ist doch schon ein bisschen angenehmer. Guck mal einer an. Hochschleudern, ja, das können wir auch. Ja, die Steuerung ist eigentlich relativ einfach.
Es wird aber später noch ein bisschen anspruchsvoller, so ist es jetzt nicht. Gerade in Teil 3 und in, wie hieß der Teil denn nochmal mit diesem Zeitstein? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ascensions, genau, God of War Ascensions. Da ist es natürlich auch nochmal so ein bisschen härter. Hier der erste und zweite Teil, der geht noch klar. Aber ab dem dritten wird's dann schon echt ein bisschen pervers, wenn man denn dann auf einen höheren Schwierigkeitsgrad stellt. Das ist wahrscheinlich dann hier auch genauso. So, schnell drücken, um die Hebetore zu öffnen. Machen wir mal. So, ist halt mega viel Action hier in dem Spiel. Aber die Story ist auch cool. Und, ja, gerade die Videos sind sehr, sehr geil. Ja. So, genau, greifen können wir die auch. Und dann so richtig schön abstechen. Ach, ist das schön. Es macht Spaß. So, Magie haben wir auch. Möchte ich aber jetzt gerade noch nicht benutzen. Um ehrlich zu sein. So, jetzt können wir hier durch. Ja, eins drücken. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich gerade noch nicht. Aber grüne Orbs füllen ihre Gesundheit wieder auf. Das müssen wir auch mal kennengelernt haben. So. Ja. Die meisten werden das Spiel wahrscheinlich kennen, also spoilertechnisch geht hier, glaube ich, gar nichts. Ihr wisst wahrscheinlich, was hier abgeht. Ne? Das heißt, wir werden sowieso gleich unsere Kräfte komplett verlieren. So wie das halt so ist. So, springen, okay, Doppelsprung, hui! Ausweichen, ach, das geht auch hier mit, das ist schön. Boah. Ah, okay, ich muss den Stick einfach nur drücken. Nicht drücken, sondern in die Richtung lenken quasi, den rechten Stick. Können wir nochmal ausprobieren, wenn er jetzt nochmal zuschlägt. Zack, ja okay, da hätte ich springen müssen, aber passt schon. So, jetzt kriegt der Große erstmal was aufs Maul. Wie? Ach so! Ich soll da drauf, ich verstehe. Hui! Au! Was soll das denn? Also das sehe ich ja jetzt nicht ein, ne? Sehr schön. Aber wir können es ja nochmal probieren, aber ich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise, die ich hier gerade mache. So, irgendwie muss ich den noch erst stunnen oder so. Sonst greift er mich immer wieder. Wenn ich versuche, mit dem Katapult auf ihn zu springen. So, jetzt kann ich. Blaue Orbs füllen ihre Magie wieder auf. So, der ist jetzt ein bisschen benebelt. Das heißt, wir können jetzt quasi mit dem Katapult auf ihn springen. R1. So, jetzt beeilen wir uns mal so ein bisschen. Nicht, dass der wieder wach wird. Bam! In your face! Viereck. Viereck. Wieder Viereck. Und Viereck. Okay, nicht sehr anspruchsvoll, aber hey. Oh, ach, das war das Video schon. Schwimmen. Tauchen. Auftauchen. Okay. Was? Ach so. Ja, genau. Ach, gute alte Erinnerungen kommen hoch. So, gibt's hier noch irgendwas Verstecktes? Ich bin mir gerade gar nicht genau sicher. Hier können wir speichern übrigens. Das können wir mal eben machen. So, Speicherplatz 1. Joa. So gefällt mir das. Ja, wie lange speichert der denn jetzt? Okay. Es wurde gespeichert. Das ist schön. Ah, okay. Schwingen. Drücken, schwingen, loszulassen. Okay. Hui!
Das ist absolut nicht gut für mein Handgelenk, was ich hier gerade tue. Aber es ist vollkommen egal. Ich habe mega viel Spaß mit dem Spiel. Und ich denke, bei euch kommen auch die ein oder anderen Erinnerungen wieder hoch, wenn ihr das hier alles seht. Und wir spielen ja, wie gesagt, jetzt gerade den zweiten. Der dritte wird wahrscheinlich auch noch kommen. Und der erste dann im Nachhinein natürlich auch. So, ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, aber es gibt ja viele, die sagen, God of War 2018 oder 2019, ich bin mir nicht ganz genau sicher, wann der Titel rauskam. Also quasi, wo man Kratos aus der Third Person sieht, der gefällt mir irgendwie nicht so gut. Okay, linken, rechten Stick, schnell der Wand entlang, oben, unten abspringen. Brauchen wir gerade nicht. Ach so, ja, klar. Ja. Ah, okay. Ja, ich muss mich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe das jetzt auch schon ewig nicht gezockt, das Spiel. Aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt wo wir Devil May Cry und so gespielt haben, können wir ja den Teil hier auch noch dranhängen quasi. Hack and Slay ohne Ende. So, Bengel, du gehst mir echt auf den Sack mit deine... Junge, wie ist der denn drauf? So nämlich. Jetzt ist er richtig böse. Oh. Aber was muss ich denn jetzt hier tun eigentlich? Oh, also es ist ja jetzt nicht schön, was hier gerade passiert, ne? Junge, wie aggressiv ist der denn? Dafür, dass der aus Stein ist, ist der ziemlich beweglich. So, jetzt habe ich keine Magie mehr. Und ich kriege hier nur auf die Fresse. Irgendwas mache ich doch gerade falsch. Aua. So, der hat mich gerade echt fast schon besiegt. So, da müssen wir jetzt ganz schnell hin. Zack. Jetzt kommt wieder Quicktime-Event. Aber das ist auch so episch gemacht hier mit den Quicktime-Events. Es ist so unglaublich geil. Und ich finde das Ganze umso epischer, weil jetzt gerade, wo wir so klein sind und die Gegner so groß, das macht schon viel aus, finde ich. Ja, wenn man Kratos jetzt so wie in den neuen Teilen so vor sich hat, dann, ich weiß auch nicht, aber irgendwie nimmt mir das so ein bisschen die Immersion. Ich meine, ich sag nicht, dass der komplett scheiße ist, der neue Teil. Auch Ragnarök und so weiter. Ist ja alles schön und gut, aber ich finde die alten Teile, da kommt nichts drüber, ehrlich. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Aber ich finde die alten Teile um Welten besser. Gerade auch die Persönlichkeit von Kratos. Oh, jetzt bin ich tot, guck mal. Hab ich schon verkackt hier. So. Finde ich einfach umso besser. Wie brutal. Jetzt kann ich alles nochmal machen. Das ist ja super. Das freut mich. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwas habe ich doch eben falsch gemacht. Guck mal, der haut mir hier ständig aufs Maul. Das kann's ja auch nicht sein. Ja, mache ich ja die ganze Zeit. Aber ich kann ja nicht nur die ganze Zeit hier Magie wirken. Ich kann versuchen abzuwehren. Aber das, da krieg ich doch auch Schaden, oder? Gucken wir mal. Ja, ich krieg derbe Schaden. Scheiße. So, muss ich vielleicht immer hin und her springen oder so? Da passiert ja gar nichts. Irgendwas mache ich hier doch derbe falsch.
Guck mal, so schnell wie der zuschlägt, kann ich gar nicht ausweichen. Ja, irgendwas ist hier gerade ganz komisch. Irgendwas mache ich echt falsch. Ja, das haben wir eben schon gelesen. So, und bitte erwartet jetzt hier kein Pro-Gaming, ne? Ich spiele das aus Spaß. Und nicht, weil ich irgendwie total geil bin und, ne? Nicht, dass ihr jetzt hier so ein God of War-Profi erwartet. Ey, warum haut er mir denn die ganze Zeit aufs Maul? Das gibt's doch gar nicht. So, Kratos erzählt auch die ganze Zeit irgendwas, nur ich kann es nicht richtig verstehen. Die Soundeffekte sind einfach zu laut. Ich sterbe gleich schon wieder, ist das... Das kann doch nicht sein. Jetzt darf ich nicht verkacken. Drücken Sie wiederholt L1 und R1, um dem Koloss zu entkommen. Machen wir mal. Boah. Das war jetzt aber echt anspruchsvoll. So, wie geht's uns denn? Ach, guck mal, wir haben wieder volle Energie und volle Magie. Das ist super. So, hier kann ich jetzt gerade eh noch nicht wirklich viel machen. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier speichern und sehen uns dann in der nächsten Folge von God of War 2 wieder zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht bis hierhin. Obwohl, wie gesagt, jetzt der Anfang war so ein bisschen verwirrend. Ich habe gar nicht gewusst, ob ich jetzt ausweichen soll, ob ich springen soll. Der hat mich immer wieder getroffen. Aber das soll mal... Lass das mal dahingestellt sein. So, wir schauen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier direkt weiter mit God of War und unserem guten alten Kratos. Ich würde mich also freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, denn das würde mich freuen, den Kanal supporten und natürlich meinen sowie Kratos Bart etwas bärtiger werden lassen. Von daher gerne einen Daumen da lassen, schreibt in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Peace, bis dann und haut da rein.